Stück weg. Was? Eine Karte ist ungültig. Das war deine Karte? Was? Was? Wie geht das? Wie machst du das? Dreh die Karte um. War das deine Karte? Was geht ab, Leute? Ich bin Soka und heute zeige ich euch den Biddle-Trick. Der Biddle-Trick ist ein unglaublicher Kartentrick, der vollkommen impromptu ist. Ihr braucht kein Setup, keine Vorbereitung. Ihr müsst nicht mal eure Karten dafür verwenden. Es passiert in den Händen des Zuschauers und ich liebe Magie, was in den Händen des Zuschauers passiert. Und ihr braucht nicht allzu lange, um den Trick zu lernen. Wenn ihr den Biddle-Move perfektioniert habt, dann könnt ihr eigentlich schon den Biddle-Trick performen. Der Trick besteht darin, dass eine Karte in eurer Hand verschwindet und wieder im Kartenstapel, was der Zuschauer die ganze Zeit hält, auftaucht. Damit ihr einen besseren Überblick über den Trick erhaltet, zeige ich euch ganz kurz die Performance. Let's go! Ich will, dass du einfach auf eine Karte tippst. Berühr eine Karte für mich. Okay? Merkt ihr die hier? Ich zeig dir mal einmal nochmal die Kamera. Okay? Und meine Aufgabe ist ungefähr zu erfüllen, wo die ist. Gib mir mal deine Hand. Ich stecke das genug. Ich hoffe, deine Karte ist irgendwo hier. Sag mir nicht, ob die da drin ist und welche deine Karte ist, okay? Ich weiß nicht, ob es dieser Bube ist, ob es die 5 ist, ob es die Dame ist, die 8 oder der König. Kannst du richtig fest zupacken. Ich weiß nicht, ob es die erste, die zweite, die dritte, die vierte oder die 5. ist. Aber jetzt kannst du mir sagen, war die da drin? Also war die hier in die Karten? Ja. Ja? Okay, perfekt. Es war eine schwarze Karte, ja? War ein Bube, ein J, also Pik Bube. Nein? Okay, warte, aber die war hier. Okay. Die schwarze Karte, keine 6, aber eine 9. Eine 10? Aber ein Ass. Aha. Aspi? Das ist Ascaro. Das ist Ascaro, okay, das war nicht beeindruckend. Cool. Wenn ich das aber jetzt nehme, schau, wenn ich das nehme, ganz langsam. Mhm. Das ist weg. Wirklich weg. Meine Hände leer? Das war nicht beeindruckend, oder? Aber wenn ich die nehme, ist weg. Schwick dich weg. Was? Nein. Schau, habe ich jemals die Karten in deiner Hand berührt? Nein. Hä, wie hast du das? Tu mir einen Gefallen. Schau im Kartenstapel nach. Leo, habe ich jemals die Karten in deiner Hand berührt? Nein. Schau im Kartenstapel nach. Im Kartenstapel. Da siehst du. Eine Karte ist umgedreht. Das war deine Karte? Ist eine Karte umgedreht, wie du siehst. Dreh die Karte um. War das deine Karte? Was? Wie geht das? Wie machst du das? Nun habt ihr gesehen, wie der Trick aussieht. Jetzt schnappt euch eure Karten und auf geht's zum Tutorial. Als erstes bittet ihr den Zuschauer, eine Karte zu berühren und auf diese Karte zu tippen. Das wird euch nämlich gleich erleichtern, einen Break zu kriegen. Der Zuschauer berührt eine Karte und ihr schiebt diese dann nach vorne. Jetzt zeigt ihr dem Zuschauer die Karte. Ihr werdet aber dabei Folgendes tun. Ihr werdet über der Zuschauerkarte zwei Karten abzählen und darüber einen Break sichern. Das macht ihr alles gleichzeitig, während ihr die Karten so zuschiebt. Wichtig ist einfach, dass ihr einen Break über diese zwei Karten habt. Darunter befindet sich natürlich die Zuschauerkarte. Ihr werdet jetzt wieder die Karte reinschieben und bittet den Zuschauer, die Hand hinzuhalten. Ihr könnt nun sagen, dass ihr erfüllt, wo sich deren Karte befindet. Dabei packt ihr immer ein paar Karten von oben auf die Hand des Zuschauers. Und das macht ihr ein paar Mal hintereinander, bis ihr den Break erreicht habt. Wenn ihr den Break erreicht habt, werdet ihr immer noch ein paar Karten von oben nehmen und so tun, als ob ihr den auf den anderen Kartenstapel raufpacken würdet. Aber im letzten Moment entscheidet ihr euch doch dagegen. Ihr bittet dann die Zuschauer, die Karten richtig gut festzuhalten, damit diese nicht runterfallen. Nun werdet ihr die obersten 5 Karten, umdrehen und den Zuschauer zeigen.
Die Zuschauerkarte wird genau die Mitte dieser 5 Karten sein, also immer an dritter Position. In diesem Fall ist es dieser König hier. Das ist die Karte des Zuschauers. Die müsst ihr euch auch gleich einprägen, das ist nämlich gleich sehr wichtig. Ihr werdet nun alle Karten zusammenschieben und von hier aus werdet ihr den Middle Move ausführen. Ihr werdet mit euren Daumen die oberste Karte so abziehen. Dann die zweite Karte abziehen. Jetzt werdet ihr euch aber einen Break verschaffen mit euren kleinen Finger. Der Break kann ruhig etwas größer sein, in diesem Fall ist das nicht so relevant. Nun werdet ihr die Karte des Zuschauers unten auf diesen Kartenstapel hinzufügen. Das macht ihr aber gleichzeitig, während ihr die nächste Karte von oben abzieht. Jetzt werdet ihr einfach die letzte Karte von oben abziehen. In eurer linken Hand befinden sich nur noch 4 Karten und die Karte des Zuschauers ist hier unten auf diesen Kartenstapel. Jetzt packt ihr diesen Stapel auf den anderen Stapel in der Hand des Zuschauers rauf und bittet den Zuschauer, die Karten ganz doll festzuhalten, denn diese sollen nicht runterfallen. Ihr werdet jetzt diese Karten umdrehen und dann werdet ihr den Middle Move nochmal durchführen. Ihr zieht die oberste Karte mit euren Daumen ab. Jetzt werdet ihr euch gleich einen Break verschaffen. Zieht die zweite Karte von oben ab. Diesen fügt ihr den anderen Karten jetzt hinzu. Gleichzeitig werdet ihr die nächste Karte mit euren Daumen abziehen. Von hier an werdet ihr ganz normal die Karten abzählen. Dem Zuschauer habt ihr nun 5 Karten gezeigt und dann umgedreht und nochmal die 5 Karten gezählt. So sieht das jedenfalls für den Zuschauer aus. Jetzt guckt ihr euch die Karten an und tut so, als ob ihr die Karte des Zuschauers erraten würdet. Ihr nehmt dann eine Karte raus und sagt dann, deine Karte war hier die 2 Herz. Der Zuschauer wird natürlich sagen, dass das nicht seine Karte war. Ihr nehmt dann die nächste Karte und sagt zu dem Zuschauer, okay, dann war es wahrscheinlich der Joker. Der Zuschauer wird natürlich immer noch sagen, dass das nicht seine Karte war. Dann werdet ihr die richtige Karte erraten. Ihr nehmt dann irgendeine Karte aus den Karten raus und sagt, deine Karte war ein König Herz. Der Zuschauer wird natürlich sagen, ja, das war seine Karte. Ihr werdet aber die eigentliche Karte dem Zuschauer nie wirklich zeigen. Am besten ist es immer, wenn sich so eine ähnlich aussehende Karte in den Karten befindet, wie zum Beispiel ein König Karo. Da könntet ihr den Zuschauer ganz kurz, wirklich ganz kurz die Karte zeigen und der Zuschauer wird davon ausgehen, dass es seine Karte ist. Bis jetzt war das kein beeindruckender Trick. Nun werdet ihr diese Karte so halten. Ihr dürft natürlich die Karte dem Zuschauer nicht zeigen. Ihr werdet jetzt so tun, als ob ihr sie in eure andere Hand packt, aber im Endeffekt lasst ihr die Karte einfach fallen. Nun tut ihr so, als ob die Karte plötzlich verschwunden wäre. Ich zeig's euch ganz schnell nochmal. Ihr nehmt diese Karte und haltet die fest mit euren Daumen. Während ihr eure Hand auf diese Art und Weise schließt, lasst ihr einfach diese Karte fallen. Und tut so, als ob ihr sie in eure anderen Hand gepackt hättet. Von hier an könnt ihr zeigen, dass die Karte verschwunden ist. In eurer Hand befinden sich nur noch 4 Karten und die Karte des Zuschauers ist nicht mehr ersichtlich. Ab hier könnt ihr den Zuschauer fragen, ob ihr jemals die Karten berührt habt, welche sich in der Hand des Zuschauers befinden. Jetzt bittet ihr den Zuschauer im Kartenstapel nachzuschauen und natürlich ist die Karte des Zuschauers umgedreht im Kartenstapel. Und das ist der Middle Trick, ein wirklich genialer Kartentrick. Wie ihr vielleicht bemerkt, nachdem ihr den Zuschauer den Stapel mit der umgedrehten Karte gibt in die Hand, bittet ihr den natürlich ganz fest die Karten zuzuhalten oder festzuhalten, besser gesagt. Und danach ist der Trick eigentlich schon vorbei. Ihr könnt euch danach rein auf eure Performance konzentrieren. Ihr habt ja dann 4 Karten, was ihr als 5 Karten ausgibt. Vielleicht wird manchen nicht gefallen, dass ihr erstmal die Karten falsch erratet. Ich persönlich liebe die Momente, wenn ihr oder wenn der Magier etwas in dem Sinne verkackt und dann den Trick retten muss. Und auf eine Art und Weise der Trick noch stärker dadurch wird. Ihr müsst das aber nicht machen. Ihr wisst ja, dass, was die Karte des Zuschauers ist. In dem Fall der König. Ihr könnt einfach irgendeine Karte nehmen, sagen, dass es der König war und gleich den verschwinden lassen und sagen, dass der im Kartenstapel ist, was der Zuschauer die ganze Zeit hält. Also das mache ich einfach nur persönlich, weil ich die Routine so cool finde. Ich persönlich würde den Middle Trick nicht als Opener verwenden. Der Opener ist natürlich einfach der erste Trick, den ihr den Zuschauer zeigt. Der erste Trick, den ihr den Zuschauer zeigt, muss relativ schnell gehen, relativ starken Effekt haben und der Zuschauer will dadurch immer noch mehr sehen. Der Middle Trick eignet sich perfekt nach dem Opener oder irgendwo in der Mitte von eurer Performance.
Ich hoffe, ihr habt so viel Spaß mit dem Kartentrick, so wie ich es hatte. Das war ein Kartentrick, den ich ganz zum Anfang gelernt hatte und den ich bis heute teils immer noch performe. Heutzutage tendiere ich dazu, nicht mehr so viele Kartentricks zu zeigen, sondern mich auf anderen Dingen zu konzentrieren. Aber früher, als ich die ganze Zeit nur Kartentricks performt habe, habe ich den Bildtrick immer gezeigt. Sowas wie Ultimate Transpo auch, Ambitious Card Trick, Karte Pocket. Es gibt viele Tricks, die ich einfach über alles liebe. Also, ich hoffe, das Tutorial war lehrreich für euch. Falls euch das Video gefallen hat und ihr mehr davon sehen wollt, dann abonniert meinen Channel und schreibt mir unten in die Kommentare, was für Tutorials ihr gerne als nächstes sehen wollt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. I'm out! Ich sagte, I'm out. Ihr seid ja immer noch da. Na los, weg. Geht schon. Geht.